Das, ganz ehrlich, hat einen Großteil meines Erfolges ausgemacht. Hätten die dieses Video nicht gemacht, Alter, das hat mich damals richtig gefordert, wo ich dachte, sind die so dumm? So, also schauen wir uns das Kuchen-TV-Video zusammen an. Case Freak frontet mich. Super, mega, krass, schlechte YouTube-Statements. Kuchen-Talks 619. Okay, das ist halt die Sache so. Case Freak hatte damals so ein riesiges Problem, einfach von seinem hohen Ross hinabzusteigen. Und das fand ich immer so unendlich unsympathisch, ne? Ich glaube aber, das ist halt auch so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr über diesen Typen halt so, ne? Ich meine, was macht der denn heute? Ey, der ballert ja wieder Videos raus ohne Ende. Krass. Drei Wochen, zwei Wochen, eine Woche, 3 Tage, 21 Stunden. Ah, der ist ja wieder am Start. Ich weiß nur, dass er irgendwann Musik machen wollte und hat sich immer nur so als Künstler sehen wollen. Ist ja auch voll okay, ne? Case Freak Aussicht, ne? Bitte, ja, okay, das ist sehr Case Freak lastig, also halt immer so. Sales, ne? Martin ist zurück. Ach, Digga. Servus, Leute, Case Freak back. Okay, ich glaube, der hat sich gar nicht verändert. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Was hat KuchenTV wieder gemacht? Klinken wir uns rein. Alter Scheiße, Junge. Dieses Bild einfach. Bruder, ich werde irgendwann dieses Bild screenshotten, malen. Und dann werde ich eine sehr, sehr lange emotionale Geschichte darüber schreiben, was das alles mit mir gemacht hat. Und dann werde ich das NFT verkaufen einfach. What the fuck, dieses Bild, Alter. Digga, Nightmares, Alter, Nightmares. Aber nicht so, dass ich sage, scheiße, ich habe Angst, dass sie mich hauen, sondern eher, weil es halt das cringigste Statement war. Das, ganz ehrlich, hat einen Großteil meines Erfolges ausgemacht. Hätten die dieses Video nicht gemacht, Alter. Ich bin so dankbar für dieses Dreckstatement, wirklich. Weil aus die dieses Video hochgeladen haben, dieses Statement gegen meine Parodie, dann ging mein Video erst richtig ab. Das waren die damals 5 relevantesten YouTuber. KS, Leon, Aporet, Krappi und Saim Desio. Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, zu jedem habe ich ja eine Geschichte irgendwie, ne? Wirklich jedem. Aber tatsächlich nichts Negatives, ne? Muss ich ehrlich sagen. Nur etwas abgrundtief Negatives. Also Leon habe ich damals kennengelernt. Da haben wir noch über Facebook geredet und über Facebook-Videos und sowas. Es war auch voll okay, mit ihm zu reden, ne? So hinter der Kamera, so wie er sich dann halt entwickelt hat und sowas, habe ich mich halt nicht mehr identifiziert, deswegen habe ich auch keine Videos mehr mit ihm gemacht, aber war halt schon Shit, was er gemacht hat, aber ich habe halt keinen persönlichen Groll gegen ihn gehabt, ich habe ihn vielleicht mal hier und da verarscht, aber wir haben ja jeden, wir haben ja auch gute Freunde parodiert und so weiter. Saim Desio habe ich mich eigentlich sogar echt gut verstanden damals. Red habe ich mich ja anfangs auch eigentlich gut verstanden und dann hatten wir halt diesen Beef, wo er daraufhin mich ja auch angerufen hatte und mir dann irgendwie hier 8-silbige Reimketten vorgerappt hat am Telefon und gesagt hat, dass sein Song ja gut ist und was auch immer, ne, ich kann man sich halt drüber streiten, so. Krappi zum Beispiel, über Krappi, den habe ich, glaube ich, zweimal ganz kurz bei einem Event, so 1-2 Sätze habe ich mit ihm ausgetauscht und es war halt eigentlich recht nett. Man konnte sich unterhalten, so. Er ist sehr bodenständig, er wirkte immer sehr lieb, sehr nett, bisschen zurückhaltend und so weiter, ne. So wie ich halt auch bin, wenn ich jetzt irgendwie vor ganz vielen Leuten stehe, die ich noch nicht kenne. Und das war nett, das war nett. KS weiß ich nur, da war ich auf irgendeinem Event, da lief er mit seiner Clique da rum, ne, mit seiner dicken Entourage. Ich stand da irgendwie alleine, irgendwie hatte, das war ein Fan-Community-Dingens hier. Ich habe Unterschriften gegeben. Da habe ich den gesehen, dachte so, sage ich dem Hallo. Der guckt mich an. Ich glaube, das war so ein Blick. So ein bisschen arroganter Blick halt so, ne? Dann habe ich daraufhin irgendwie von jemand anderen irgendwie nochmal gehört, der ihn halt gut kennt. Ja, der ist halt immer so, wenn man ihm nicht Hallo sagt, dann sieht er die andere Person als irgendwie, weiß nicht, undankbar oder was auch immer, irgendwie so respektlos. Es geht immer sehr viel um Respekt. Immer Respekt haben vor dem, vor das und sonst was, ne? Das ist halt so ein bisschen, Ja, es geht um ApoRed Statement im Video Klicks über Freundschaft. Und zwar hat er ja damals den Track Every Day Saturday hochgeladen. Allerdings war das natürlich nur ein Joke, die echte Version lag im Safe. Julian Bam hat dann gemeinsam mit InScope eine Parodie da drauf gedreht und ich habe gerade bei der Recherche gemerkt, das Video hat einfach fast 30 Millionen Aufrufe. Bruder. Ja, moin auf jeden Fall. Fuck, Alter. Ich dachte, das wäre schon bei 80 Millionen. Ah, gleich immer löschen das Video. An der Stelle nochmal über Kuchen. Ich mag Kuchens Videos wirklich gerne. Ich mag ihn auch gerne. Ich mag vor allem seine Entwicklung sehr gerne. So wie er vorher war, wie er mittlerweile ist. Ich finde, da ist so ein gewaltiger Unterschied. Kuchen ist, glaube ich, auch einer der wenigen Kanäle, wo ich mir wirklich jedes Video von anschaue. Nicht immer teile ich seine Meinung, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dahinter, dass man halt auch sich, weiß nicht, mit Themen befasst, die man jetzt gerade nicht so
gedanklich vorm Auge hatte und vielleicht auch seine eigene Meinung dazu bildet. Deswegen immer nice, Kuchen-TV-Videos sich anzuschauen. Das hat ApoRed natürlich so überhaupt nicht gefallen und schon hat er sich die coolsten der YouTube-Clique zusammengesucht, hat sich hingesetzt und 13 Minuten fast komplett ohne Inhalt gegen Julian Bam und InScope gerantet. Mal ernsthaft, merken die nicht, wie uncool das ist, dass sich da 5 Leute hinsetzen und 13 Minuten einfach nur das war nur richtig rumholen. Cool. Das war richtig cool, Digga. Kuchen, das war perfekt für mich. Perfekt. Wir haben das Video hochgeladen. Alter, wir haben 3 Tage nicht geschlafen hier. Wir mussten hier irgendwie noch diese Karre hier organisieren und so ein Greenscreen-Saal reinbringen. Hier alles mit Connection, dies, das, Drohne und sonst was noch klären. Slow-Mo, dies, das, Locations, Rap schreiben, aufnehmen, dies, das. Ich habe darüber schon mal geredet, aber ganz ehrlich, als wir es hochgeladen haben, hat es gar nicht performt. Das war erstmal so, Alter, das Video könnte voll abgehen, weil dein Song geht ja auch ab, so, ne? Direkt mal Parodie machen. Aber es ging erstmal noch nicht ab, bis auf einmal das Statement kam. Und dann haben die Leute gecheckt, ach, das finden die gar nicht so cool. Jetzt bin ich am Start. Jetzt schaue ich mal, Alter. Es ist schon richtig, wenn jemand jetzt gerade so voll in der Kritik steht, dann ist es schon auch irgendwo Werbung, weil du baust bei YouTube immer eine Sache auf und das sind Sessions. Wenn das eine Video zum anderen leitet, ob das ein Statement gegen ein Statement ist, deswegen funktionieren Statements auch immer so gut, belohnt dich YouTube immer dafür, dass du länger auf der Plattform bleibst. Das heißt, negative Promo ist dann irgendwo auch Promo trotzdem, weil dann sehen die auf einmal, oh, das Video, das trendet gerade, wird öfters empfohlen. Man profitiert schon voneinander. So, es kommen nicht nur immer Hater rüber, das ist aber manchmal das, was man am meisten sieht, wenn man sich in die Kommentare dann anschaut, bei einem Beef, weil die dann halt am aktivsten sind einfach, ne? Und dann hat sich eine Session aufgebaut zwischen diesen beiden Fronten und das hat das Video einfach in die endlose Höhe katapultiert. Das ist so krank gewesen, das ging einfach so, das Video, so. Und dann kam hier noch SpongeBoss, hat es auf seiner Facebook-Seite gepostet. Die ganzen Rap-Portale haben darüber berichtet. Alter, es war schon krank, Alter. Einzelne Punkte rauszusuchen ist wirklich schwierig, weil sie sich einfach komplett in Rage reden. Ihre Punkte gehen meistens 5 Minuten, obwohl da gar kein Inhalt drin ist. Und im Endeffekt hört sich das ganze Video einfach nur so an. Aber ich versuch's einfach mal und wir fangen natürlich mit einem lustigen Joke an. Gib dir eine Faust und sag, es war ein Prank, Digga. Das war der Beste. Ey, hört euch das an. So, ich zieh richtig hart in den Arsch und sag, ey, ich hab dich nicht. Ja, Digga. Ich hab nur kurz so. Ja, war nur kurz. Also, mach einfach. Ob KS-Freak traurig? Ich glaube, es gibt manche Leute, die kommen aber nicht klar auf große Hypes. Ich bin froh, dass ich da einfach kein Problem mit hatte. So. Wir hätten so heftige Hypes gehabt, das ist wirklich unnormal. Videos rausgehauen, so nach einer Woche hatten die irgendwie 5 bis 10 Millionen Klicks. Weird Flex, ich weiß, aber trotzdem war es nicht so, dass wir gesagt haben, Bro, wir sind Leute. Ich weiß, das hat ja Kelly jetzt schon 2-mal erwähnt. Ich weiß auch nicht, warum die ist. Deswegen will ich auch gar nicht mit Kelly streamen. Ganz ehrlich, wenn ich mit Kelly streame, dann haut die immer so Sachen raus. Ich weiß nicht, voll viele Leute finde ich immer so arrogant, wenn die dich zum ersten Mal sehen. Ich so, Kelly, echt, das sagst du mir jetzt? Das sagst du mir jetzt im Stream? Das sagst du mir nicht persönlich? Ich bin einfach ein bisschen zurückhaltender. Wenn ich auf einem Event bin oder sowas, dann bin ich ein bisschen ruhiger. Ich beobachte mehr, ja? Ich check die Lage ab und sowas. Guck so, ah, den kenne ich. Vielleicht kann man ein bisschen mit dem labern. Dann kommt Kelly und sagt so, ja, für die meisten wirkst du arrogant, wenn man dich nie kennt. Alter, Kelly. Dich, Kelly, einfach dich. Niemand über seinen Witz gelacht hat? Angeblich Parodie, aber da war kein Witz hinter. Das ganze Video ist aufgebaut, dass da keine Witze sind. Das heißt, es kann kein Parodie sein. Parodie war nur eine Ausrede, damit das nicht so hart rüberkommt. Doch. Eine Parodie ist ein Werk, was das Original... Ist doch... Ey, sorry, ich mach so viel Pause gerade. Es ist einfach, ich bin einfach so voll in diesem Thema drin. Das ist so gefühlt meine Zeit. Das ist so ein sehr nostalgisch hier. Das ist so ein nostalgisches Video, als würden wir ein Video nochmal uns anschauen, vor 3-4 Jahren. So fühlt sich gerade an. Also ich verstehe Kuchens Intention, der will jetzt immer so Statements raus, so ältere Statements, die wack sind, aber mit dem Drive und mit der Energie und auch eigentlich mit dem irgendwie gefühltem Hass, wie er das Ganze hier vorträgt, wirkt das sehr akut, als wäre das gerade passiert. Das ist so eine Sache, die ich gerade ein bisschen kritisiere, für mich, ne? Ich mag Kuchen-TV-Videos und ich finde es auch funny, dass er es hochgeladen hat. Hoffe an der Stelle, dass ich nicht dann irgendwann auch mit meinen Statements drin bin. Falls ja, sehr gerne letztendlich komplett Faden verloren. Worüber wollte ich nochmal gerade reden? Meine Everyday Saturday-Parodie, das ist doch halt übelst lustig. Wie wir halt die Bilder nachgebaut haben und einfach geiler klang als er, geilere Aufnahmen hatten, geilere Texte, geilere Reime, also ein viel geileres Video. Das, was er verkackt hat textlich, haben wir quasi visuell nochmal dargestellt mit dem Auto. Das ist doch hundertprozentig Hops nehmen und für mich ist es eine Parodie. Eine Zeit lang war ich so ein bisschen, ja, okay, Parodie, vielleicht ist auch ein Diss-Track und sowas. Aber das war irgendwie nur, weil
das so oft gesagt worden ist, im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, es ist halt hundertprozentig eine Parodie. Ich finde es zum einen halt sehr funny, aber vor allem, ich rap über mein Fahrrad. Ich rap über mein Fahrrad, Leute, ja. Funda, auch beste Sängerin, kommt an und zerberstet erstmal die Hook. Soll er, Parodie was da los? Ist ein Werk, was das Original verarschen soll. Genau das hat Julian Bam allerdings gemacht. Er hat mega viele Lines umgedreht und auch generell das Video von ihm verarscht. Bei ApoRed ging es ja um einen nagelneuen R8, wow. Ja, bei Julian Bam Fahrrad, geht es halt Fahrrad. Um ein Fahrrad. Und ja. Das wurde auch in einigen Lines thematisiert, zum Beispiel in den beiden hier. Leicht über die Stränge, eine 8. Hab nur 6 mein Fahrrad, 21 Gänge. Ich trete voll in die Pedale, gebe Gissen, lässt nur noch Stopp und Asche auf die Straße. Hat doch nicht. So fucking mobil, nicht mal ein Taxifahrer kennt mich. Weil ich immer nur mit dem Fahrrad rumcruise. Ich habe noch nie ein Taxi genommen, weil ich so fahrradversiert bin. Das ist doch funny eigentlich. So funny, Alter. Ich liebe diese, ey, diese ganzen Lines sind so nice einfach. Und die sind halt immer aufgebaut auf, was er gerappt hat. Was meinte er nochmal? Ja, so fucking famous, selbst der Taxifahrer kennt mich. Wir, so fucking mobil, nicht ein Taxifahrer kennt mich. Freunde, Alter, steckt so viel Liebe im Detail drin, Alter. Pure Kunst. Strong. Einmal kurz reinhören. Auch dieser Photoshop war ein Joke, Löcher in der Hose. Auszusehen wie eine Frau ist scheinbar jetzt in Mode. Aber ich musste so tief. Der Echte hat nicht mal echte Yeezys. Mal ehrlich, ich zimmer deine guten Lights auf. Jeder YouTuber ist der Witz als Mike. Opfer betteln um Likes. Ich scheiß auf eure Style, ich scheiß auf eure teuren Nikes. Denn ich rolle auf den freshesten Bike. Yeah. Und ihr denkt, ich schlage leicht über die Stränge. Ein R8 hat nur 6, mein Fahrrad 21 Gänge. Ich hör schon an der Klingel in der Ferne, wenn mit übernassen Schulterbreiten hinterhelfen über deine Frühjahrsrosen rollen. Ich trete von den Diebe, alle Klingel gut. Über 20 Zoll. Ich trete von die Pedale, gebe Gassen, lasse nur noch Stoppen, lasche auf der Straße keine rote Ampel, hält mich auf dem Fahrer, Straßen rauf und runter, fahre 100 km/h, mache Strom mit meinem Dynamo aus Gold. Oh. Ah. Von ApoRed wurde hier halt ganz klar parodistisch aufgezogen. Dass da auch ein paar Punchlines gegen ApoRed drin sind, das will ich gar nicht verneinen, aber das gehört zu so einer Parodie doch irgendwie dazu. Safe 1-2 Millionen innerhalb von 2-3 Tagen bekommen. Und er weiß ganz genau, wie das funktioniert und das ist richtig uncool, wie er das gemacht hat. Ja, es ist schon wirklich ziemlich uncool, ja, wie sich Julian Bam da die Klicks ergattert hat. Ich meine, die 5 stehen ja wirklich auch für ehrliche Wege, das Ganze zu bekommen. Fake Pranks, Fake Gewinnspiele, solche lächerlichen Beef-Videos. So macht man heutzutage noch vernünftig Aufrufe. Wollt ihr auf die Startseite kommen mit euren eigenen Shit, Alter? Kommt mal auf die Startseite mit euren eigenen Shit und dann reden wir nochmal, Leute. Auch mal. Das ist so krass, Alter, wie mir das hat mich so voll getriggert, weiß ich noch damals, weil ich dachte so, Bruder, das ist, ich mach nur eigenen Shit, Digga. Was willst du? Wer denkst du, wer du bist? Dass du mir quasi vorwirfst, dass ich nicht meinen eigenen Shit mache. Es gibt keinen Menschen, der mehr eigenen Shit gemacht hat. So, selbst Everyday Saturday, die Parodie, das war komplett hundertprozentig eigener Shit. So, also das hat mich damals richtig gefreut, wo ich dachte, sind die so dumm? Wieder eine super logische Aussage von KSREAK, denn Julian Bam hat weder den Text geschrieben, noch hat er das Video gemacht. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man auch, dass das gar nicht Julian Bam im Video ist, sondern irgendeine chinesische Kopie, die Alter, hingestellt haben. Wahrscheinlich von Wish oder so. Was haut er da raus gegen mich? Auch, dass das gar nicht Julian Bam im Video ist, sondern irgendeine chinesische Kopie, die dahingestellt haben. Wahrscheinlich von Wish oder so. Verdammt, jetzt kann ich die beiden gar nicht mehr auseinanderhalten. Wer ist denn jetzt wer? Was ist das für eine... Anzeige ist raus. Gut. Muss ich mal schon ein bisschen Respekt wieder zurückholen, Freunde. Auseinanderhalten. Wer ist denn jetzt wer? Was ist das für eine komische Aussage von KSREAK? Vollkommen egal, ob er da was parodiert oder nicht, hat Julian Bam da doch trotzdem haufenweise Arbeit reingesteckt. Es ist doch trotzdem sein Werk. Zu dem Everyday Saturday Video wurde ich null in Kenntnis darüber genommen. Es wurde mir null geschrieben, obwohl man einfach nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben könnte und mich fragen könnte. Das Ding ist aber, sie wussten, ich würde Nein sagen, weil ich Inscope ja schon vorher gesagt einfach habe, so ein Gott, du darfst sowas nicht machen. Bitte mach sowas nicht. Man so nach genau, denn auf fragen YouTube muss. Braucht man die Freigabe von ApoRed, um Videos über ihn hochladen zu dürfen. Man muss hier allerdings auch in einer Sache ApoRed in Schutz nehmen. Und zwar hat er wohl vorher schon mit Inscope darüber geredet gehabt und hat ihm gesagt, jo, wäre cool, wenn du keine Parodie machst. Und Inscope hat wohl auch Ja gesagt, dass er dann trotzdem da im Video von Julian Bam drin ist, wenn er vorher
nachher sagt, dass er das nicht macht, finde ich persönlich jetzt auch nicht so cool. Wobei man hier sagen muss, wir haben nur die Aussage von UpRed. Hier würde mich interessieren, was Nico dazu sagt. Allerdings ist der wieder mit irgendwelchen Instagram-Mädels beschäftigt. Aber Julian Bam hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Und er braucht keine Freigabe von dir, nur weil ihr ein bisschen cool wart, weil ihr 2-3 Mal abgehangen habt. Jeder darf doch hier alles parodieren, was er möchte. WTF? Ich meine, das Einzige, was wirklich noch schlimmer wäre... Tiefgründige Frage. Sind die 5 Jungs nicht an sich auch schon eine Parodie der Gesellschaft? Die 5 sich hinstellen und sagen, dass sie real sind. Weil wir sind alle real? Oh Mann, Alter. Aber ihr habt schon recht, ihr seid real. Real darin, Fake-Pranks zu drehen. UpRed hat das Video natürlich kurze Zeit später gelöscht. Ich glaube, das war auch das Einzige, was man damit hätte machen können. Aber es gibt natürlich einige Re-Uploads auf YouTube. Das Statement war halt, wie gesagt, einfach komplett peinlich. Ich meine, 5 Leute haben da einfach 13 Minuten abgerantet. Und ich meine, das sind erwachsene Leute. Kam mir eher so vor, als wenn da gerade die Klasse 5b irgendeinen Streit hätte, weil irgendwer dem anderen Stift geklaut hat oder so. Irgendwann ist auch noch irgendeine Frau in den Raum gekommen und hat sich dann daneben gesetzt. Und die wer war das? Berliner war das, glaube ich. Das war Kelly, glaube ich sogar. So sitzt nur eine Kelly. Die ganze Bang-Tour hier, die hat sich ja komplett die wurde ja richtig Moses-mäßig zerteilt einfach. Da war eine Front gegen mich, eine Front wollte mich hauen, die andere Front hat Sachen geleakt, was die geschrieben haben, wie die mich hauen wollten. Die dachte sich wahrscheinlich auch so, Alter, kommt jetzt bitte mal zum Punkt, ey. Super peinliches und kindisches Statement. Und schreibt mir mehr Statements rein, die in den nächsten Folgen rankommen sollen. Oh oh. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Schreibt nicht, dass der meine Statements reinnehmen soll. Noch nie so schnell aufgehört, Leo Mascher auf RTL zu schauen. Ey, die Kommentare, Alter. So funny.